Hallo und herzlich willkommen, Mitreisende durch das Universum zu Kolender Can. Ja, das steht da wirklich, ihr seid nicht irgendwie in der Teiloptik erblindet. Nein, das ist wirklich so. Und ja, obwohl das ein Keen 1 Mod ist, hört man Musik. Auch das hat einen wirklich guten Grund. Das hier ist, ja, wie bereits erwähnt, ein Keen 1 Mod und zwar von Levelless und C-Migi. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Ich hoffe einfach mal ja. Und ja, ihr lest es ebenfalls richtig, da steht Nugaim. Ja, das hat den Grund, dass das hier ein Spaß-Mod ist, der so ein bisschen eine Parodie darstellen soll zu, naja, wie soll man sagen, schlecht gemachten Mods. Von daher wird man auch in dem ganzen Mod nur ein Lied hören. Und zwar jenes aus Teil 4. Und naja, für die Leute, die sich jetzt fragen, oh meine Güte, du hast jetzt schon wieder eine Weile nichts hochgeladen. Ja, das hat einfach nur den Grund, ich hatte nicht so wirklich eine Ahnung, was ich großartig bringen wollte. Und das fand ich auf Anhieb irgendwie lustig. Und ich gucke auch, dass ich jetzt wieder ein bisschen vermehrt was mache, damit euch ja nicht langweilig wird. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir gehen hinein in die gute Stube. Ja. Ja, irgendwie funktioniert das schon mal gut. Wir beginnen ein neues Spiel in diesem wunderbar programmierten 8 Level starken Mod. Ja, ihr seht das schon richtig, das sind 8 Level, die wir hier haben. Und so storymäßig geht es wohl darum, dass Keen einen Otter versucht zu retten. Ich habe keine Ahnung, wir werden das gemeinsam herausfinden. Und wie man sieht, habe ich bereits den Pogo-Stick und wie man hört, haben wir hier die dufte Musik auch. Ah, das wird sich wirklich ungelogen durch das gesamte Spiel ziehen. Ah. Ja, so, okay. Achso, das ist das... Oh, Verzeihung, es war offensichtlich schon wirklich das Exit. Okay, da stand Exit, aber ich habe das nicht wirklich als Exit wahrgenommen. Jetzt haben wir den Rest des Levels nicht gesehen. Okay. Ich hatte jetzt eh nicht vorgehabt, daraus ein komplettes Projekt zu machen. Ja, egal. Wir machen einfach mal weiter mit Kolender Keen. So, da ist eine Keycard direkt hinter einer Tür und da ist ein wirklich, wirklich schlecht gezeichnetes Gebäude. Also, ich meine, das hätte selbst ich besser zeichnen können. Und was ist hier nur los? Okay, wir müssen scheinbar einfach nur hier hoch. Ah, hier drauf. Und jetzt haben wir bereits die Keycard. Okay, das sind wirklich herausragende Level bisher. Aber natürlich wissen wir ja, was diese Level darstellen sollen. Es ist nur eine Parodie. Ich denke mal, das erkennt man. Okay, das Exit-Schild ist einfach tatsächlich auch bereits das Exit. Und ich glaube, irgendwann mal wird einen die Musik nerven. Obwohl jemand, der Pyramid of the Forbidden gespielt hat, der wird es gewohnt sein, dass wir einen dauerhaften Loop haben. Ich speichere einfach mal aus Spaß an der Freude. Nicht, weil ich es wahrscheinlich muss, sondern, einfach um es getan zu haben. Irgendwie verwirrt mich dieser Raum hier. Weil es funktioniert tatsächlich doch. Und dieses Secret ist zu eindeutig. Ah. Ist zu eindeutig, aber trotzdem springe ich geschickt an dem Ding hier vorbei. Aber hey, immerhin ein Segredo. Ich könnte ja theoretisch jetzt einfach hier vor so Wissenschaft. Ich springe einfach mal vor so Wissenschaft. Okay. Interessant, auf jeden Fall.
So, da hinten kann man, da unten kann man wohl in den Tod stürzen. Ich habe übrigens nirgendwo gelesen, wie lange es gedauert hat, das zu programmieren. Haben wir Munition? Ich glaube schon, oder? Kann das Ding überhaupt schießen oder so? Ich habe keine Ahnung. So, ich mach's mir jetzt mal ein bisschen selbst schwieriger und hab mir jetzt mal den Bären geholt, obwohl der Feind unten noch lauerte. So. Auf jeden Fall. So. Auch geschafft, dass Level hier an sich. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich verlängere das einfach mal ein bisschen, indem ich mal so zwischendrin speichere und so. Das zieht es in die Länge, beispielsweise das Räuspern auch. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, das dauert jetzt nicht so unglaublich lange. Okay. Das sieht irgendwie sehr, sehr verbuggt aus. Wie viel Munition habe ich? 20. Kann ich das Ding erschießen? Das ist jetzt tot. Ich habe keine Ahnung. Es sieht komisch aus. Ich glaube, wir sollen auch nicht so verbuggt hier drin sein. Oder vielleicht auch schon. Ich meine, es soll ja absichtlich schlecht sein. Okay. Keine Ahnung, wo ich jetzt lang muss. Weil man erfahrungsgemäß immer nach rechts muss, wenn man links startet, würde ich einfach mal sagen, dass ich einfach mal gerade hier lang gehe. Upsala. Sowas aber auch. Okay, wir gucken erstmal, was hier noch so ist. Ein reingefallener Gegner. ja. Was soll ich hier. Jetzt wäre ich fast in den Tod gestürzt. Das wäre es jetzt noch. So ein blöder Tod. Ach, das Brexit ist da oben. Ja, der Witz ist. Den Witz kann man immer machen. Es tut mir leid. Der Witz, der wird nicht so schnell aussterben. So abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, einfach mal galant an den Punkten vorbeigesprungen. Ja, kann man auch mal machen. Vor allem galant passt ja nicht mal als Wort an dieser Stelle. Geschickt, ja. Sehr, sehr geschickt. Okay, da geht's schon mal zum Ende. Okay. Ach, das ist einfach. Wow! Da hatte ich gerade einfach nur Glück. Ja, cool, jetzt komme ich gar nicht mehr zurück. Das heißt, das restliche Level werde ich gar nicht sehen. Aber ehrlich gesagt, nein. Wow, ich habe es tatsächlich überlebt. Das war einfach mal gerade mehr Glück als Verstand. Eigentlich hätte ich hier sterben müssen. Für die Leute, die das Level interessiert, das ist einfach nur ein fast 1:1 Abklatsch von dem Secret Level aus Teil 1. Also wirklich, ja, sehr, sehr schön. Aber wahrscheinlich auch genauso beabsichtigt. Also wieder Spielwert for the win oder so. Ah, man hat hier die ganze Zeit die Feuermelodie. Auch das Level-Design kommt mir gerade super bekannt vor. Ich habe jetzt, das ist einer der Schreine. Das ist, glaube ich, sogar einer der Eisschreine. Oh, ja, ist es. Ja, okay. Wahrscheinlich waren die anderen Level auch nur so ein 1:1 Abklatsch. Aber fantastisch. Gefällt mir tatsächlich irgendwie, weil es zum Thema der Parodie einfach nur passt. Oh Mann. Warum bin ich erst jetzt darauf gestoßen? Es ist doch eigentlich so wunderbar. Das ist die große Preisfrage. Ob das Ding da nicht irgendwie stört. Ja. Okay, ja.
Hey, ich hab's immerhin mal hingekriegt, zu sterben. Aber gut, das zögert das ein bisschen in die Länge, weil ich glaube... Ja, okay, vielleicht schaffe ich jetzt doch die 20 Minuten. Ich mache ungern Videos, die kürzer sind als das. Also, ich kenne das ja selbst, dass ich oftmals Videos gucke, während ich esse. Und ja, ich weiß, das ist eigentlich nicht gut. So, ich versuche diesmal schnell zu sein, damit ich das Ding, wenn es da runterfallen sollte, abschießen kann. Ja, okay, ich hätte es wahrscheinlich auch so geschafft. Was ist das eigentlich für ein Replacement? Das war auf jeden Fall schon wieder knapp. So. Das wäre jetzt auch noch ein schöner Tod gewesen. So, das ist das Ende. Und hier ist absolut nichts. Okay. Naja, immerhin habe ich es hingekriegt zu sterben. Die Punkte hole ich mir auch mal. Okay. So, weiter. Oh je, was haben wir denn hier? Okay, das war schon mal sehr intelligent. Auf jeden Fall ein sehr, sehr verwirrendes Level, worauf ich keinen Bock hätte, das mehrfach zu spielen. Ich lasse jetzt auch einfach mal die Punkte liegen, weil... naja, das dürfte ansonsten arschlange dauern. Oben, unten, ich sag jetzt einfach mal unten, weil wir oben gestartet sind. Okay. Wir brauchen 3 Keycards. Die sind... Ah, ja. Ganz, ja, okay. Okay. Ich hab's verstanden, ja. Jetzt muss ich erstmal die Keycards finden. Nehme ich zumindest einfach mal stark an. Aber okay, ich muss zugeben, dass das Level ist dezent unlustig. Sind da unten vielleicht schon einfach die Keykarten so blöd platziert? Was ist das für ein Ding? Was soll das sein? Ich nehme an, es soll so verpackt sein. Okay. Das Level ist semi-unterhaltsam. Ich weiß auch nicht, ob ich das, wenn ich sterben sollte, nochmal spielen möchte. Weil das ist wahrscheinlich absichtlich so behindert gemacht. So, ich schätze mal, da kann man in den Tod fallen. Ich schätze mal, hier kann man auch in den Tod fallen. Also, das war super. Okay. Ich probiere es jetzt nochmal, nur um zu gucken, ob, wenn ich einen anderen Weg nehme, ob das irgendeinen Unterschied macht. Ob hier irgendwo, nee, hier oben ist absolut nichts. Okay, ach so. Ja, ich dachte schon. Okay. Ja, okay, what the hell? Ich glaube, das ist, ich habe nicht gespeichert. Ich habe natürlich nicht gespeichert, aber ich hätte auch nicht erwartet, dass man in ein Level, wie man so schön im Mario-Terms sagen würde, gesoft-flockt werde. Wir gehen jetzt einfach mal in dieses Level hier rein und gucken, was uns hier erwartet. Weil wir haben alle anderen Level ja dann bereits mal gesehen. Und ja, ich habe keine Ahnung, ob das andere Level überhaupt ein existierendes Ende besitzt. Ja, oder nicht. Okay. Das wird tatsächlich sogar mal herausfordernd.
gut, ich muss zugeben, semi-herausfordernd. Aber hey, es war etwas schwieriger. Okay, ja, die beiden Level hatte ich ja eigentlich gemacht, also die mache ich jetzt nicht doch mal. Und dieses ich kann gesoft-flockt werden Level möchte ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht nochmal geben. Von daher würde ich einfach mal an dieser Stelle sagen, war es das hier auch mit den lustigen Kolender kennen Mod. Das war tatsächlich sehr, sehr schlecht. Ja. Es sollte so sein, das war's auch. Und für Leute, die sich wundern, welcher Soundtrack im Hintergrund jetzt genau läuft, ja, ich habe ja schon erwähnt, es ist aus King 4, aber der Titelname ist Too Hot to Handle. Ja, einer der, denke ich, bekannteren Lieder aus King 4. Aber gut, ich würde einfach mal sagen, ich belasse es hierbei und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann einfach, beziehungsweise hören uns dann in 2 Tagen wieder. Ich plane für das kommende Wochenende auch wieder einen Livestream, vielleicht auch unter der Woche. Lasst es mich mal wissen, ob ihr da Interesse hättet. Da würden wir natürlich Operation Oakfloor spielen. Und ja, ansonsten mal sehen, was es als nächstes gibt. Ja, wahrscheinlich nicht Operation Oakfloor. Da muss ich mir was anderes überlegen. Ja, ich bin auf jeden Fall offiziell wieder da und ja, auch eigentlich ganz motiviert, euch wieder ein bisschen was zu präsentieren. Vermutlich vermehrt dann so einen Unsinn wie heute, weil ich habe mir jetzt doch vorgenommen, ein paar Sachen davon abzuarbeiten, die ich immerhin unterhaltsam finde. So viel dazu. Ja, wie immer, grüßt mir die Sonne und macht's gut.